Okay, schaut jetzt nicht so aus, als gäbe es hier noch total viele geile Sachen, ne? Ich glaube, dass... Das war's. Wir porten uns heim. Hoi! Hoi! Was ist los? What needs fixing? Stelle einen Greifhaken her. Ja, ja, machen wir. Eine Warte der Erbauer. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Das Warten der Erbauer, die Warten der Erbauer. Eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Gut, machen wir. Hi, Offi. Kriegen wir hin. Gut, das können wir einlagern. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich will's. Ich glaube, ich will dieses Schwert. Ich glaube, ich will dieses Schwert hier nicht zerlegen, sondern verbessern. Für mehr Schaden. Weil Schaden aus dem Hinterhalt. Das bringt uns halt gar nichts, ne? Nee, komm, zerlegen wir. Weg damit. Zerlegen wir doch nicht. Ich meine, behalten wir doch nicht. So, Miasma Seele, wunderbar. Die behalten wir uns auch. Für die erste richtige Basis dann. Und ansonsten gibt's nicht viel, ne? Bisschen Teer. Und der Eisbolzen. Oh. Oh. Bauhammer können wir auch da lassen, glaube ich. Goodie. Hier sind die Warten. Da können wir warten. Jetzt könnten wir auch Rotfels zerlegen, ne? Das könnten wir jetzt dazwischen machen. Bevor wir zu den Warten gehen, gehen wir nach Rotfels und zerlegen dort alles. Jetzt sind wir nicht mehr ausgeruht, oder wie? Hm. Gehen wir doch nochmal. Ruhen wir uns mal schnell aus, komm. Es schadet ja nie. Zerlegen ist gut, ja. Ja, ja, ja. Ach so. Ja, das Lagerfeuer, genau. Uns hat es ja das Lagerfeuer zerlegt. Jetzt weiß ich es wieder. Machen wir Holzscheide. Holzscheiti. So. Zack. Oh, falsch. Richtig. Schön den Buff holen. Ah, mir kam gerade eine Idee, warum wir vielleicht das bessere Feuer nicht bauen können, weil wir den Bauhammer noch nicht genutzt haben. Vielleicht kriegen wir, wenn wir das erste Mal mit dem Bauhammer irgendwas bauen, das versuchen wir jetzt gleich mal, testen wir es mal schnell aus, vielleicht ich jetzt einmal irgendeinen Schmarrn baue, den ich mir leisten kann. Achso, ich muss Blöcke herstellen. Brauche ich aber erstmal mal die Holzscheite. Das kann sein, ne? Das war erstmal. Oder alternativ, wir müssen die Blöcke erstmal herstellen. Das kann auch sein. So, okay. Das war's schon mal nicht. Ah ja, jetzt haben wir doch ein bisschen. Jetzt haben wir ein bisschen was gelernt, ne? Das ist übrigens die geilste Basis überhaupt, finde ich. Eine schönere Basis gibt's kaum. Achso, das ist die falsche. Aber schaut euch das an. So eine schöne Basis habt ihr noch nie gesehen. So, okay, gut. Ich glaube, wir haben sie. Ich bin mir sicher, wir haben sie jetzt freigeschaltet. Ja, ne? Das ist die schönste Basis ever.
Ist auch wirklich, also ich finde, man sieht dieser Basis an, dass sie mit Liebe gebaut wurde, weißt du? Nicht so wie die Basen anderer YouTuber und Streamer, die dann einfach irgendwas hinklatschen, ohne Sinn und Verstand. Nee. Bei dieser Basis, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ja? Gut, gehen wir nach Rotfels. Da hinten. Da hinten wollen wir hin. Ten. Auch wenn es Nacht wird, aber ich kämpfe mich durch die Nacht. Das ist kein Thema. Bringt es was aus Stein, noch so ein Kunstwerk zu modellieren? Jetzt wollen wir mal nicht grüßenwahnsinnig werden, ne? Es braucht ja auch seine Zeit. Da muss man ja auch erstmal eine konkrete Idee haben, bevor man sowas beginnt. Hä? Oh oh. So. Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt zu vergeben, ne? Ja, der eine da hinten hat es doch gar nicht gecheckt, siehste. Das hört sich lustig an, das möchte ich haben. Der will einfach nicht. Ja, der Künstler braucht einfach auch ein bisschen Zeit für. Also Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, weißt du? Mysteriöses Fläschchen. Was macht das? Oh, ha, okay. Das Elixier, eine Flut des Elends. Ich begreife die Formel nicht ganz, sie ist raffiniert, jenseits aller Vorstellungskraft. Es überrascht mich nicht, dass der Ursprung dieses Rezepts nicht von dieser Welt ist. Hergestellt aus dem Fleisch dieser winzigen, zarten Pilze, die tief unter der Erde wachsen. Es verleiht Macht. Doch nur ein kurzer Blick auf dieses Fläschchen erfüllt mein Herz mit Sorgen. Dies wird niemals ein Heilmittel sein, es wird immer eine Waffe sein. Vielleicht sollten die Erbauer es aus einem bestimmten Grund verstecken. Wollten. Sie wollten es verstecken. Gott. Ah, hier ist immer noch gut was los, glaube ich, an Gegnern. Da könnte uns eine Fackel helfen, ne? Ah, das zerlege ich jetzt mal nicht. Jawohl, alte Schinken. Nehmen wir mit. Da
Da war irgendwas unten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Yo. Ratten. Genau. Da ist auch ein Raum hinter. Den schauen wir uns gleich an. Ein Zauberstab. Schön. Rattengulasch. Wieso muss ich jetzt irgendwie an Valheim denken? Vielleicht ist es die tolle Welt. Die Valheim sehr ähnlich ist. Na komm, den Schottpfeil, den haben wir noch weg. Au. Der hat ein bisschen gezwiebelt jetzt. Lümmel. Der elende Lümmel. Ja, ich behalte mal den Zauberstab. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals nutzen werde. Wie gesagt, ich will eigentlich kein Magier sein. Aber... ich glaube, Magier ist aktuell am mächtigsten, ne? Aber geht ja jetzt nicht darum, mächtig zu sein. Da oben ist noch einer. Die sind ein bisschen nervig, finde ich. Ich mag die nicht so gerne. Aber solange wir noch Bären haben, ist alles gut. Da steht auch einer. Ja, die Basis hier war schon ganz cool, finde ich, aber... hm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier... oh, hallo. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal eine Basis bauen möchte. Da war die Überraschung. Ich meine, das Bett hier ist geil. Ich glaube, das nutze ich jetzt mal kurz. Mage ist verdammt stark. Ja, aber wie gesagt... ich wollte jetzt halt mal was anderes ausprobieren. Deswegen würde ich jetzt so in Richtung Barbar oder so gehen. Tank jetzt nicht unbedingt, auch wenn wir jetzt einen Tank-Skill genutzt, bekommen haben gerade. Aber oder genommen haben. Oi, da oben ist einer. Lümmel. Ah, da kommen wir hoch. Jetzt hüpft der runter, ne? Ja gut, kann man machen. Wo ist er denn? Da unten ist er.
Einfach weil es lustig ist. Weil es Spaß macht. Ich glaube, es wäre gar nicht so eine saudumme Idee, wenn wir jetzt zu den Warten gehen würden. Obwohl erstmal mal hier noch fertig. Erstmal machen wir hier noch fertig. Ah, schade. Ich wollte jetzt in die Luft jagen. So. Erstmal machen wir hier noch fertig. Und dann gehen wir zu den Warten. Von dort aus jumpen wir ganz weit irgendwo runter. Hoppala. Und dann bauen wir uns eine Basis. Oh, warte, Knan, komm. Bam. Geil, das war mein Finisher. Nice. Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen, endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war so beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertann aufschlagen. Mhm. In Hintertann. Oh, nice. Neuer Bogen. Taugt der was? 10 Kraft. 10 Kraft. Ja. Nee. Schaschlik Finisher. Genau. Da ist nix. Gut, dann glaube ich, gehen wir jetzt zur Warte hoch. Ich habe keine Ahnung, ob ich über diesen Weg da zur Warte gelange. Ich glaube nicht. Nee, da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Da müssen wir nochmal Richtung Mine. Ich glaube, wir brauchen den Greifhaken dazu, kann das sein? Ich befürchte, wir werden den Greifhaken brauchen. Weil sonst kommen wir ja da nicht hoch, irgendwo bei dieser Mine, ne? Gehen wir nochmal schnell heim. Was kostet uns der Greifhaken denn? Mias Versporen Garn. Ah, den können wir uns sogar schon herstellen. Sehr geil. Also sollten wir. Ich denke mal. Vielleicht könnte es am Garn scheitern, aber ich habe 3 Garn. Reicht uns das? Ich habe jetzt nicht geschaut. Okay, 7 brauchen wir. Gott sei Dank bin ich jetzt nicht verbrannt. Na, ich sag mal so, das werden wir doch finden, oder? Ein bisschen Pflanzenfasern für Garn. Passt. Jetzt haben wir 8 Stück. Gut, gut. Jawohl. Haben wir den auch. Ausrüsten. Gut. So. Hinsetzen. Kurz kochen. Ausdauerbuff holen. Und dann geht's weiter.